Ex-DFB-Pressesprecher teilt aus. In Check24 Doppelpass gibt's der Ex-DFB-Pressesprecher Harald Stenner Vollgas und teilt eine Breitseite gegen DFB-Präsident Reinhard Grindel aus. Quelle, Sport1. Ex-DFB-Pressechef Harald Stenner spricht Klartext über das Verhalten des Bundestrainers bei der Ausbootung der Bayernstars. Außerdem kritisiert er den DFB-Präsidenten. Deutliche Worte von Harald Stenner. Der frühere Pressesprecher des DFB hat in der Sport1-Sendung Doppelpass am Sonntagvormittag zum Rundumschlag ausgeholt. Besonders DFB-Präsident Reinhard Grindel stand im Zentrum der Kritik des 68-Jährigen, und der hielt sich nicht zurück. Er ist der schlechteste Präsident seit 50 Jahren, sagte Stenner. Und es ist in den letzten Wochen noch schlimmer geworden. Grindel habe wenig Fußballkompetenz, viel Geltungssucht. Er sei ein Populist par excellence. Manchmal denke ich sogar, das ist der Donald Trump des deutschen Fußballs, so viele Fettnäpfchen, in die er reintritt. Und, teilweise lachen die Leute im DFB-Team schon über ihn. Auch Bundestrainer Joachim Löw mit der Handhabung der Ausbootung von Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng ein klassisches Kommunikations Eigentor gelandet. Es ist mir unerklärlich, dass es kein Pressegespräch gab. Ich verstehe auch nicht, wieso ein Joachim Löw, der ja mediale Stärken hat, sich so zurückzieht und 9 Tage wartet, um die Entscheidung zu erklären. Der langjährige Sportjournalist Stenner war als Nachfolger von Wolfgang Niersbach ab 2001 Pressechef des DFB. 2012 wurde der Vertrag des bei Nationalspielern und Reportern beliebten Stenner überraschend nicht verlängert. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.